Unsere vier Abenteurer könnten nicht unterschiedlicher sein. Aus den unterschiedlichsten Regionen mit unterschiedlichen Zielen und Weltanschauungen. Einhörner zu finden, einen Tempel zu erbauen, Gobline zu schlachten und dabei kann es sogar aus dem Weg zu gehen oder die Welt zu bezirzen. Und doch ist es genau das, was die vier zusammenbringt. Doch der Erfolg war nicht immer auf der Seite unserer Gruppe. Unvergessen der Disput zwischen Natari und Mace, ob es nun richtig war, mehr Gold zu verlangen für den Auftrag, die Karawane zu beschützen, während selbiger beraubt wird. Oder der Auftraggeber, der gestolpert ist und Bekanntschaft mit der Axt von Shay gemacht hat und somit die Bezahlung ausgeblieben ist. Unsere Abenteurer wollen die Vergangenheit hinter sich lassen. Sie wollen zu den Helden werden, die noch keiner in ihnen sieht, erfolgreich Aufträge erledigen und gemeinsam die Welt erobern. Begleitet unsere vier Protagonisten auf diesem spannenden Abenteuer. Es ist kalt, so weit im Norden. Die Art von Kälte, die sich tief in eure Knochen gräbt, die euch das Gefühl gibt, dass es nie wieder warm wird. Als es zu regnen anfängt und der Wind aufzieht, fühlt es sich für euch an, als würden Nadeln aus Eis eure Gesichter durchlöchern. Ein paar Tage zuvor seid ihr in Dreieber gewesen und habt nach Abenteuern Ausschau gehalten. Ihr habt Geschichten über einen Goblinstamm im Norden gehört, der Reisende auf der langen Straße überfällt. Er soll von einem besonders grausamen Goblin-Häuptling geführt werden. Folgt der langen Straße gen Norden, wurde euch gesagt. Findet das Dorf Melton. Dort werdet ihr sicher mehr erfahren. Ja, willkommen zu unserem Let's Play heute, D&D-Abenteuer der Tempel. Ich bin ein kleines bisschen aufgeregt, tatsächlich heute Stream-Premiere. Und ich freue mich an alle, die heute vor dem Bildschirm mit dabei sind, die im Chat mit dabei sind. Wie ihr gerade im Trailer gehört habt, sind wir in einem ganz klassischen Abenteuer unterwegs. Wir sind in den Vergessenen Reichen, an der Schwertküste heute. Ich habe fantastische Spieler und Spielerinnen bei mir am Tisch. Und ich will euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Die Spieler und Spielerinnen warten genauso darauf, mit ins Rampenlicht zu kommen. Und ich heiße hiermit auch alle direkt willkommen. Und begrüße somit alle am Tisch. Heute bei mir mit in der Runde mit dabei, wie auch in den letzten Tagen kräftig mit angekündigt. Ich habe hier einmal links unten die Marielle, aka Rike. Ich habe den Kaiser mit am Tisch. Premiere heute im Rollenspiel mit Dungeons & Dragons als Shay, unser Barbar. Ich habe die Mace, aka die Hacker, als Paladin mit dabei. Und die liebe Tati als Bardin Tiefling Natari. Ihr dürft euch gerne auch selber vorstellen. Dann fange ich doch einfach mal der Reihenfolge nach an. Hi, ich bin Rike. Man kennt mich aufs Instagram über rike.nerdsafterdark. Und zu sehen bin ich hauptsächlich auf dem YouTube-Kanal mit ganz vielen verschiedenen Actual Plays aus verschiedensten Systemen bei Herr Walter. Genau, und ich spiele heute die Marielle Galando, eine Halbelfe Warlock aus noblem Hause. Und sie ist aus eben einer noblen Familie, ist das älteste Kind. Und es gehört dort zur Tradition, dass eben das älteste Kind den Segen von Rue, der Königin der Einhörner, empfängt. Das ist eine Fae. Und danach in die Welt hinauszieht, um Gutes zu tun. Und sie darf erst zurückkehren, wenn sie ein Einhorn gefunden hat, weil das Zeichen ist, dass Luru ihr den endgültigen Segen bekommen hat. Und deswegen ist sie jetzt durch die Gegend ziehen und versucht, Leuten zu helfen. Und hofft, dass Luru gnädig ist und das Einhorn lieber früher als später ihr über den Weg läuft. Klassiker Ladies First. Okay, dann mache ich gleich weiter. Hi, ich bin Hacker. Man findet mich unter Hacker die Milana auf Instagram, Twitter und YouTube. Und ich mache ganz viel D&D-Scheiß. Coole D&D-Sachen. Und Musik. Und heute spiele ich Maze Meander, Minotaurus und Paladin. Und zwar Paladin der erhabenen Architektin, der Schutzgöttin aller Minotauren. Und als Paladin von der ehrwürdigen Architektin ist es Mazes Aufgabe, bis zum Ende ihres Lebens einen Tempel in deren Ehren zu erbauen. Und jetzt ist sie auf dem Weg
um architektonische Inspiration zu finden und das ein oder andere Abenteuer zu erleben. Ja, dann mache ich weiter, weil ich bin ja auch noch eine Lady. Ich bin die Kathi. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich, findet mich auch auf Insta und auf YouTube beim Herr Walter, bin ich auch Inventar. Ab und zu noch bei anderen unterwegs, wie heute beim Emu. Ich spiele heute Tari, eine Tieflingenbardin mit einem militärischen Hintergrund. Sie ist besonders gut im Bezirzen oder wenn alle Stricke reißen, im Einschüchtern. Hab dabei eine Laute, ein Tamburin und eine Maultrommel. Die werdet ihr aus Grund der mangelnden Fähigkeiten der Spielerinnen nicht erleben. Ja, dann mache ich hier den Abschluss, wa? Also, im wahren Leben nennt man mich den Kaiser. Ich streame selber hauptsächlich Games und Talks. Heute absoluter Neuling in dem Bereich. Ich hoffe, ihr seht es mir nachher nach. Ich spiele Shaytherian, einen Barbaren. Gibt nicht viel über Shay zu sagen, außer dass er als Kind von einem zahnlosen Mönch in den Bergen gefunden wurde, aufgezogen wurde und er hat ein kleines Traumata, das ist Kandiszucker und Flieder. Damit wurde er immer von dem Mönch eingerieben, wenn er was Böses getan hat. Und somit hoffe ich, dass ich diesem Zeug nicht wieder begegnen werde im Laufe des Spiels. Ansonsten stehe ich auf Goblin-Schnetzeln, wie jeder andere Barbar auch. Vielen Dank. Ihr seht heute im Drunken Monkey tatsächlich Starbesetzung. Ich fühle mich sehr geehrt, jeden Einzelnen hier mit am Tisch zu haben. Freut mich auch, wie gesagt, nochmal an alle, die heute mit live dabei sind. Bei der Premiere, das Let's Play aus dem Drunken Monkey heraus. Ich würde sagen, wir starten. Wir beginnen mit unserem Abenteuer. Wie ihr es gerade im, ja, ich nenne es mal im Trailer, im Vorspann gesehen, gehört habt, seid ihr im Norden unterwegs. Es ist eine Kälte, es hat angefangen zu regnen und es ist einfach diese Art der Kälte, die unangenehm ist, sich in eure Knochen gräbt, die euch das Gefühl gibt, einfach, dass es nie wieder warm wird. Und nachdem ihr dort ein paar Tage auf dieser Straße entlang wart, ihr habt ja diesen Auftrag bekommen, beziehungsweise so diese Informationen, es gibt einen Goblinstamm im Norden, ihr sollt Richtung Melten wandern, folgt einfach der langen Straße Richtung Norden. Und dort findet ihr dieses Dorf und es ist einfach so im Prinzip euer Wunsch und auch nochmal ein Versuch, einen erfolgreichen Auftrag abzuschließen, nachdem es in den letzten paar Mal nicht ganz so gut funktioniert und geklappt hat. Und das ist so die Situation einfach, in der ihr euch befindet, auf dem Weg Richtung Melton und es ist eisig kalt. Es hat geregnet oder es regnet aktuell. Eure Kleider sind langsam völlig durchnässt. Und ja, am Nachmittag seid ihr kurz vor Melton. Ihr habt das kleine Dörfchen eigentlich gefunden und ihr wünscht euch eigentlich, es nicht gefunden zu haben, weil das Ding als Dorf zu bezeichnen wäre eigentlich noch ziemlich wohlwollend. Und es besteht tatsächlich nur aus ein paar Hütten, aus einem größeren Gebäude und das Ganze wird eigentlich von einer kleinen Palisade, die aber recht massiv wirkt, umschlossen. Ich blende euch auch die Karte direkt von Melton mit ein. Und als es anfängt zu dämmern, eilt ihr eben in Richtung des Dorfes. Und ihr müsst jetzt zumindest mal keine Nacht mehr draußen irgendwo auf der Straße verbringen. Es steht so ein bisschen in Aussicht, dass ihr ja, eben trockene Betten vor euch habt, wenn euch zumindest Einlass gelassen wird. Und ihr seht aber, als ihr dort ankommt, dass die Tore bereits geschlossen sind. So. Und Oh. an der Palisade, man hört euch, an der Palisade erscheint eben ja, eine alte Dame mit einem gequengelten Gesicht, die über die Palisade schaut und zu euch spricht. Ich bin Frieda Großherz, die Vögtin von Melton. Was wollt ihr hier? Gegrüßt! Mein Name ist Meriel Galando und das sind meine drei Begleiter. Wir sind hungrige Wanderer und sehr erschöpft und haben gehofft, hier Zuflucht zu finden. Und ich mache so eine kleine Verbeugung. Und warum seid ihr dann so hoch oben im Norden? Melton ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, an dem Wanderer vorbeikommen. Ja. Nee. Naja, wir haben gehört, dass es hier sehr interessante Bauwerke gibt und einen ganz besonderen Stil.
Naja, und Goblins. Goblin, mach auf. Wir möchten die Goblin-Plage hier in den Bergen beseitigen, um andere Wanderer zu schützen davor. Nein, nein, um Lieder zu singen. Um Lieder zu singen. Alles davon. Hildegard dürstet es nach Goblin-Blut. Also bitte. Mal davon abgesehen, dass ich eine sprechende Kuh vor mir habe und ein feuerrotes Geschöpf. Ihr spricht gerade von Goblins. Wir wollen keine Fremden hier und mit den Goblins, die lassen uns eigentlich so weit in Ruhe und wir wollen auch keinen Ärger mit denen riskieren. Wir möchten doch nur hier nächtigen und uns ausruhen ein bisschen im Schutz und in der Wärme eines Feuers. Wir werden ihnen keinen Ärger machen. Wir werden dann weiterziehen und sie hören nie wieder von uns. Und ihr habt weder von mir noch von meiner roten Gefährtin hier etwas zu befürchten. Naja, von mir vielleicht schon. Atari. Atari! Nein, nein, es sind meine Kameraden. Ich bin auch aus noblem Hause. Galando ist mein Familienname. Und das sind meine Begleiter. Und ich gebe mein Wort und das Wort meiner Familie dafür, dass diese Leute keinen Ärger machen werden. Mach mir mal bitte einen Wurf tatsächlich auf Überzeugen. Ja, das ist doch sehr gut. Hoffe ich. Zumindest habe ich da drauf plus 5. Oh, plus 5. Mace würde, stellt sich 18. Ganz... Wie war noch mal euer Name, Kind? Marielle Galando. Ihr seht mir vertrauenswürdig aus. Das bin ich auch. Ihr verbirgt euch für eure Gruppe. Ich will hier keinen Ärger in Melton haben. Ja, ich verbürge mich dafür. Ich gucke euch an. Ich verbürge mich für die. Was immer du sagst. Okay. Sie geht von der Palisade runter und ihr hört dann hinter dem Tor einen Riegel, der zur Seite geschoben wird. Und sie gewährt euch tatsächlich Einlass. Sie öffnet die Türe und beäugt euch so grimmig ein bisschen. Und Mace, mach mir doch mal direkt einen Wurf auf Nachforschen. Na klar. Nachforschungen. Haha. Das ist hoch. Während sie euch so Einlass gewährt, siehst du so aus dem Augenwinkel, dass ihre rechte Hand eingebunden ist. Verzeiht, dass ich so mürrisch und ja, vorsichtig bin. Die Zeiten sind hart. Wie ihr gehört habt, Goblins machen uns hier ein bisschen das Leben schwer, überfallen unsere Handelskarawanen. Kommt rein, verbringt die Nacht in Melton und macht mir ja keinen Ärger. Und damit macht sie die Türe zu. Und ja, willkommen in Melton. Ihr seht ein kleines Dörfchen. Ihr seht nicht so viel, weil es eben dunkel ist. Die Nacht ist mittlerweile angebrochen. Das, was ihr erkennen könnt, sind eben sehr, sehr einfache Hütten. Und es ist relativ wenig beleuchtet in der Stadt. Die Wachtürme, die an den Grenzen aufgestellt sind, haben kleine Fackeln, die ganz, ganz leicht die Umgebung eben ausleuchten. Und sehr prägnant in der Mitte eigentlich des Dorfes führt auch eine Mattstraße hin. Steht ein großes steinernes Gebäude, das ausgeleuchtet wird. Und man erkennt von dort Fackelschein aus der Tür leicht rausschimmern und eben auch aus den Fenstern. Frieda dreht sich noch zu euch um, während sie am Weglaufen ist und sagt zu euch, heute werdet ihr wahrscheinlich nur noch eine geöffnete Taverne vorfinden. Wenn ihr dort benachten wollt, würdet ihr dort bestimmt fündig und läuft damit weg. Eine Taverne klingt doch hervorragend. Ich drehe mich aber auch nochmal zu Natari und Shay um. Ihr habt gehört, ich habe mich jetzt verbürgt. Jetzt, heute fällt niemand in diesem Dorf fällt in deine Axt, Shay, ja? Und Natari, erschreck die Leute nicht, okay? Ich bin Marielle. Shay, darf keiner in deine Axt fallen. Einmal ist es jetzt passiert. Passiert nicht mehr, Verspruch. Ich nehme dich beim Wort. Ich nehme dich beim Wort. Schluckt sie ihn. Wir haben ja noch Natari dabei. Ja. Ich passe auch auf. Die Kuh. No. Das ist schon ein bisschen.
bisschen beleidigend, sie als Kuh zu bezeichnen. Ach, weißt du was, Meriel, das macht mir nichts. Manche Leute haben einfach noch nie einen Minotaurus gesehen. Ja, viele Leute. Ist ja gut, dass du ein bisschen durch die Welt ziehst. Meine Güte. Okay. Taverne? Einen warmen Herd finden. Gehen wir jetzt was trinken oder nicht? Ja, mir ist nach Musik, Tanzen, Trinken, alles volles Programm. Also macht ihr euch auf den Weg zur Taverne, wie ihr es empfohlen bekommen habt? Jawohl. Mhm. Eine Kleinigkeit an dem Chat draußen, ich habe es gerade gelesen, ist denn jetzt meine Stimme besser zu hören? Und bitte kurz ein Signal. Ich habe es etwas lauter eingestellt. Also, ihr macht euch auf den Weg zur... Ihr macht euch auf den Weg zur Taverne und ja, dieses einstiegige Gebäude ist länglich, flach und die matschige Straße sind eben... Zur matschigen Straße sind eben 8 Fenster zugewandt und ein Hängeschild draußen verkündet den Namen. Wer hätte es denn anders gedacht, wie das tolle Gasthaus hier heißt? Es ist das Drunken Monkey. Feuerschein sickert aus dem Eingang und verspricht Wärme und Gesellschaft. Wohlklingende Musik, Flackern von Kerzen und Feuer sickern eben aus dem Inneren nach außen. Es verspricht Wärme und ihr seid eben auch komplett durchgefroren. Und es sieht für euch sehr, sehr einladend aus. Es duftet auch nach Essen. Möchtet ihr eintreten? Selbstverständlich. So ein kreativer Name für eine Taverne. Wahnsinn. Wir füllen hier sogar Affen ab. Wahnsinn. Und das in so einem kleinen Kaff. Wow. Und im hohen Norden, wo es kalt ist. Ich wusste nicht, dass es hier Affen gibt. Ich auch nicht. So. Ihr betretet die Taverne und ihr macht euch ein bisschen den Schmutz von den Stiefeln und ihr tretet ein. Und in dem Moment verstummen alle Unterhaltungen. Der kleine Aufenthaltsraum ist mit vielleicht 20 Personen, die an einem halben Dutzend Tischen sitzen, vollgestopft. Ein riesiges Feuer bullert in der Ecke. Und hinter dem Tresen steht ein freundlicher, dreinschauender, attraktiver Mann, der euch anlächelt. Schließt die Tür. Es ist kalt draußen. Hallo Abenteurer. Willkommen im Drunken Monkey. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Emo. Ich heiße euch hier in Melton. Willkommen. Hallo. Ja, die Tür ist zu. Ich trete nach vorne. Hallo. Es ist schön, hier so nett empfangen zu werden. Ich ignoriere, dass einfach die Leute alle verstummt sind, als wir reingekommen sind. Was habt ihr denn Wundervolles auf der Karte? Wir brauchen auf jeden Fall was wärmt. Wir haben heute Ziegeneintopf. Und einen guten Krug voll Met könnte ich euch anbieten. Alternativ natürlich eine heiße Schokolade nach Art des Hauses. Habt ihr vielleicht auch etwas zu essen ohne Fleisch? Oder Käse? Ich könnte euch eine Brotplatte mit Gurken und Tomaten anbieten. Das klingt absolut fantastisch. Das nehme ich. Jetzt mal alles. Für alle. Oder? Habt ihr auch was Starkes zu trinken? Ich könnte euch einen Krug anbieten, einen Met, einen Krug voll Met. Ich nehme einen Krug voll Met und setz mich ans Feuer. Also ich würde mich mal gekonnt auf die Bar schmeißen und sagen, na, was verschlägt einen hübschen Mann in diese Abgelegenheit? Der Barkeeper ist sichtlich ins Schwitzen kommend, fängt an so ein bisschen, ja, man sieht nicht so häufig hier in Melton so farbenprächtige Wesen. Jedes Dörfchen braucht doch eine gute Taverne. Ja, da hast du durchaus recht. Schaut dich so ein bisschen an und wendet sich wieder von dir ab, weil er natürlich auch dann Richtung Küche geht, um das Essen zu holen und ja auch die Getränke vorzubereiten. Bevor er in der Küche ist, dreht er sich nochmal um zu Shay. Er sieht, dass er am Feuer sitzt. Der Wirt ruft dir zu. Du siehst verfroren aus. Möchtest du den heißen Tee mit Candice vielleicht? Ich ignoriere das, zeige ihm nur meine Axt in der Luft und sage, lass dein Candice-Zucker-Weiß und bring mir mein Met. Sehr wohl. Er verschwindet
und bereitet dementsprechend wahrscheinlich im Hintergrund die Speisen zu. Ihr seid in der Taverne. Wie gesagt, mittlerweile haben die Gespräche wieder langsam angefangen, aber ihr werdet doch sehr argwöhnisch beobachtet. Ja, Natari. Der ist wohl ein harter Brocken. Ach ja, das kriege ich schon noch hin. Lass den Abend noch ein bisschen voranschreiten. Ich würde mich auf den Tresen schwingen, mein Tambourin auspacken und eines meiner besten Lieder anstimmen. Über was singst du denn? Über unsere erfolgreichsten Abenteuer, nicht die letzten Abenteuer. Ja, dann schnipse ich passend dazu so ein bisschen mit meinen Fingern in der Luft und es erscheinen dann irgendwie die Goblin-Horde, ist als so kleine leuchtende Figürchen, wie sie so durch die Luft tanzen und dann so auch so kleinere Versionen von uns, wie wir sie bekämpfen, so passend zu deinem Liedtext mit meinem Illusionszaubertrick mache ich das so ein bisschen zur Begleitung deiner Musik, damit das noch besser wirkt und die Leute vielleicht ein bisschen entertained sind von uns, statt uns so misstrauisch anzuschauen. Die Showeinlage funktioniert auf jeden Fall. Also ihr werdet mit sehr begeisterten Augen durchbohrt, würde ich es fast schon sagen. Die Blicke haften an euch. Und die Gespräche sind zwar jetzt tatsächlich wieder verstummt, aber mehr dahingehend, dass man eure Performance natürlich folgt. In der Zwischenzeit kommt auch der Barkeeper Emo wieder zurück und bringt euch dort, wo ihr sitzt, das Essen, die Getränke. Und er wirft auch so einen Blick Richtung Natari, die dort wohl offensichtlich eingeschüchtert hat. Und er grinst etwas schüchtern zu. Hi. Ich grinse zurück. Also man sieht, er schwitzt sichtlich und er wischt sich den Schweiß von der Stirn. Er geht aber hin und sagt, ganz schön heiß hier, gell? Okay, so, ich meine heiße Schokolade in meinen Eintopf nehme und mich zu Shay ans Feuer setze. Die machen das schon. Ja, hier ist heiß. No. Wortwörtlich. Was verschlägt euch denn nach Melton? Goblins, haben wir gehört. Und noch einige andere Sachen. Ein Tavernengast, der dort auch sitzt, hatte ich dabei gehört. Er dreht sich zu dir um und sagt, ihr wollt euch um die Goblin-Plage kümmern. Natürlich. Dafür sind wir Abenteurer. Vielleicht finden wir noch schöne Bauten oder ein Einhorn oder noch mehr Goblins für schöne Geschichten für Lieder. Mehr Goblins. Dreh mich um. Daumen hoch. Mehr Goblins. Dass ihr gekommen seid, um euch nach dem Goblin-Stamm bzw. um die Goblins zu kümmern, spricht sich rasend schnell in der Taverne rum. Und ihr werdet von allen Seiten gelöchert, was ihr denn für Erfahrungen habt und ob ihr denn einem ausgewachsenen Goblin-Stamm, der Melton auch immer wieder terrorisiert und vor allem den Händlern, die es hier gibt, den wenigen, so ein bisschen das Leben schwer macht, weil die Karawanen überfallen werden, ob ihr damit klarkommt und auch dem gewachsen seid. Oh, Shay hier ist ein wahrer Goblin-Experte. Absolut. Wenn der Preis stimmt, schnetzle ich alles. Sogar Auftraggeber. Sogar die größten aller Goblins. Gerade bei dem Thema selbst und Auftraggeber, der Barkeeper Emo wieder so ein bisschen sein Blick, der ihm entglitten ist und ein bisschen ängstlich jetzt auch reinschaut und den Shay einfach anguckt, ein bisschen mustert. Auftraggeber. Das ist ein Galgenhumor, ich klopfe so. Shay ist ein ganz witziger. Ne? Shay? Du würdest doch niemals deinem Auftraggeber was tun. Niemals. Das sind alles Unfälle. Okay. Es gibt tatsächlich eine Börse, die zusammengetragen worden ist. Aber erzählt es bloß nicht Frieda. Und in dem Moment geht auch die Türe auf und die Vögtin, die Frieda Großherz, die euch an der Palisade empfangen hat und euch erst nicht reinlassen wollte, betritt die Taverne und bekommt natürlich das Gespräch so halb noch mit. Sagt, ich sagte euch doch, wir kommen mit den Goblins klar. Und mustert euch dabei. Ich sehe, ihr seid verletzt. Kann man euch vielleicht helfen? Sie guckt an ihre Hand runter, verbirgt sie direkt so wieder und versteckt sie hinter ihrem Rücken. Das geht euch nichts an.
und dabei durchbohrt sie dich auch wieder mit ihrem Blick und man sieht in ihrem Gesichtsausdruck, dass sie dieses ganze Thema der Goblins doch sehr unrecht ist. Aber gibt es denn irgendetwas, womit wir ihnen was Gutes tun können, jetzt wo wir schon ihre großzügige Gastfreundschaft hier in Kauf, also hier in Anspruch nehmen durften? Man hört dann wieder aus der Taverne aus einer anderen Ecke, wir müssen was gegen die Goblins tun. Also das ist tatsächlich eine Bekräftigung auch auf Basis der Aussage und es entsteht ein Stück weit auch ein Streit in der Taverne, ob man was gegen den Goblin-Stamm tun soll, ob man nichts tun soll. Und vor allem federführend, Frieda hat halt absolut was da dagegen und äußert sich erneut, es wird uns nicht gut gehen, wenn wir dieses Volk aufscheuchen. Und ihr hört von der anderen Seite der Taverne einen weiteren Gast, der sagt, aber da Nebelläufer hat gesagt, wir müssen endlich was tun, hier passiert nichts mehr, es kommt kein Fleisch mehr an, keine Waren kommen mehr an. Uns geht im Winter das Holz aus. Also ich glaube, es wird jetzt mal Zeit für den Shay aufzustehen, sich der gegenüberliegenden Dagegen-Fraktion zu nähern, mit der Faust auf den Tisch zu hauen und zu sagen, wir machen das für euch. Genau das. Genau vor allem, das. Vor allem, wenn ich verstehe, dass die Angst ist, dass ihr als Dorf etwas gegen die Goblins tut und das dann auf euch zurückfällt. Aber wenn einfach eine Gruppe wahlloser Wanderer sich mit den Goblins anlegt, kann euch ja eigentlich nichts passieren. Das, was sie sagt. Ich würde mal zur Landvögtin gehen ihre Hand reichen, also zu Frieda gehen, ihre Hand nehmen, die Verletzte, und mit heilendem Wort sozusagen die Verletzung versuchen noch besser zu machen und dann ein bisschen auf sie einreden und sagen, wir wissen, ihr kümmert euch nur um euer Dorf und seid besorgt um eure Bürger, aber so kann es doch nicht weitergehen, sonst seid ihr im Winter einfach weg. Das geht euch nicht. Und ihr habt nicht so ein warmes Fell wie unser Mace da oben. Sie mustert Mace, zu der du gerade gezeigt hast, eine sprechende Kuh und schüttelt den Kopf. Sie zieht die Hand weg von dir, Natari, und schaut sie so ein bisschen an und raunzt dir so ein Danke entgegen. Tut, was ihr wollt. Sagt nicht, ich habe euch nicht gewarnt. Und damit dreht sie auf dem Absatz um und verlässt die Taverne stürmisch, weil wohl offensichtlich die Mehrheit der Bevölkerung von Melton, zumindest die Gäste, die ihr dort vor euch habt, wohl es ähnlich sehen wie ihr und dankbar sind, beziehungsweise ein Stück weit sich dankbar zeigen wollen. Auch ihr merkt auch die Atmosphäre, dass man sagt, hey, es ist gut, dass ihr da seid und endlich was dagegen getan wird. Ein Gast kommt auf euch zu und sagt, bitte kümmert euch darum. Der Nebelläufer kann euch den Weg dorthin zeigen. Besucht morgen den Schlachter, vielleicht läuft sie euch dann über den Weg und sie kann euch führen. Wir haben eine Börse zusammengetragen, es soll nicht umsonst sein. Wir wären euch sehr zu Dank verpflichtet. Ich will die Börse sehen. Wer ist denn diese Nebelläuferin? Ich will erst die Börse sehen. Versprechen kann mir jeder hier viel. Ich habe noch keinen Goblin gesehen und noch kein Geld. Alle Blicke gehen zu Emo, dem Tavernenbesitzer. Er läuft hinter die Bar und holt einen großen Sack, der wirklich schwer gefüllt ist, raus. Er klimpert und sagt, ich glaube, das dürfte für alle Kosten und Spesen ausreichend sein. Ich nicke zuversichtlich. Reicht dir das? Ne? Gut. Und um die Frage zu beantworten, Imo wendet sich an Marielle. Da Nebelläufer ist eine elfische Jägerin. Sie ist hier im Umland in den Wäldern unterwegs und hält zumindest mal die direkten kleineren Angriffe, die Melton bisher standgehalten hat, von uns ab. Aber wie lange das noch klappt, weiß ich nicht. Sie wohnt bei der Familie des Schlachters. Ihr werdet wahrscheinlich heute Abend kein Glück mehr haben. Übernachtet gerne heute Nacht hier und besucht sie morgen früh. Ja, das klingt vernünftig. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen erschöpft von der langen Reise durch die Kälte. Und ich schlürfe an der heißen Schokolade. Oh, vorzüglich, großartig. Sehr lecker.
Dieses Wasser ist auch unglaublich gut. Ihr seid so Schleimer. Ich setze mich wieder ans Feuer und schnitz irgendwas. Stell, du hast diese heiße Schokolade noch nicht probiert. Probier mal. Ich trinke mein Met. Alles gut. Imo beobachtet euch so ein bisschen und fragt dann euch nochmal, habe ich euch denn richtig verstanden? Und wieder liegen alle Blicke des Gasthauses auf euch, dass ihr euch der Sache annehmen möchtet. Ja klar, dafür sind wir ja hergekommen. Ich würde nochmal ein Lied anstimmen, so ein Aufbruchslied. Wir stürzen uns jetzt ins Abenteuer sozusagen, sowas in die Richtung. Danach, also wenn ich dann fertig bin mit meinem Lied, würde ich meine Magierhand benutzen und so von Gast zu Gast schweben lassen. Signalisieren, dass die doch gerne, vielleicht würde ich noch irgendwas dranhängen, einen Hut oder sowas. Sehr gut. Ja, du stößt auf Begeisterung, Applaus ist dir natürlich, wird dir entgegengerufen und gejubelt und deine Magierhand wird gut gefüllt sein, wenn sie zu dir zurückkommt. Hey Natari, die nächste Runde geht auf dich, habe ich gehört. Aber sowas von. Dann los. Ja, bestell halt. Darf ich euch dann ein Zimmer anbieten, fragt euch Emu dann noch. Ja, sehr gerne. Wir haben gerade trinken wollen. Was ist los? Also wir müssen ja noch nicht jetzt aufs Zimmer gehen, aber... Aber anbieten kann er sonst schon. Genau. Jo. Füll den Krug. Er schenkt dir nochmal den Krug ein und ich ziehe mich zurück und bereite euch die Zimmer schon mal vor. Feiert noch schön, ich bin gleich wieder da. Wunderbar. Ein Hoch auf dich, Natari. Ein Hoch auf dich. Ihr seid dort auf jeden Fall. Ein Hoch auf uns. Am Feiern und von den verschiedenen Ecken des Gastraumes hört ihr natürlich die unterschiedlichsten Gerüchte über den Goblinstamm und es ist eine ausgelassene Stimmung. Und was ihr auf jeden Fall so mitbekommt, ist, dass es eben in den Bergen wohl eine Höhle geben soll, in der sich dieser Goblinstamm aufhält und dass ein grausamer Anführer wohl mit jedem kurzen Prozess macht, der auch nur es wagt, irgendwas gegen diesen Goblinstamm zu unternehmen und es hier wohl eine regelrechte Schreckensherrschaft gibt. Weiß man mehr über diesen Anführer? Was ist sein Name? Wie groß ist er? Mhm. Wie sieht schaut er aus? Gruselig aus. Natari, nein, nicht den Auftrag verführen. Das nicht gut. Okay, okay. Natari kann machen, was sie will. Solange es uns hilft. Genau. Super. Sie bezieht den Auftrag, nachher dürfen wir nicht umbringen, weil sie heiraten will oder irgendwas. Und dann, nee. Natari und heiraten, glaubst du das ernsthaft? Nee, lieber nicht. Ich habe schon Kühe kotzen sehen, ja, also. Hacker, sorry, Mace. Mace, du hast gekotzt? Nach der letzten Metrunde vielleicht, hä? Ich bin Alkohol einfach nicht so gewohnt. Ich bevorzuge mein Wasser. Im Laufe des Abends bekommt ihr auf jeden Fall mit, dass man nicht wirklich viel weiß. Also das, was euch die Gäste dort berichten, es spiegelt sich immer wieder das Gleiche. Das ist einfach ein schrecklicher Stamm ist, dass die Karawanen überfallen werden, aber man weiß nicht viel darüber. Man weiß nicht, was ist denn das eigentlich für ein Häuptling und wer steckt denn da dahinter und warum ist denn der so brutal? Die Berichte sind immer wieder nur, gehen in die Richtung, dass der Häuptling dieser Goblins wohl eine sehr groteske Maske trägt. Also hässlich ist er auch. Eine Maske. Hey, dann wirst du dich vielleicht mit ihm verstehen. Und aus dieser Maske lassen sich bestimmt sehr, sehr viele Zahnstocher schnitzen. Hm. Mace, ich sehe schon, du verstehst mich halt einfach immer wieder. Das ist einfach schön, jemanden auf meiner Seite zu haben. Nicht so wie Natari. Gib mir so einen Klaps auf den Hinterkopf. Du kriegst einen zurück. Aber instant. So, zack. Zack. Okay. Der Abend. Genau. Dann fragen wir morgen die Nebelläuferin, die hat vielleicht noch ein bisschen mehr, die kann uns vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, aber ich würde sagen, heute noch ein bisschen Feier? Feier. Ist das eine erste Frage, Mariel? Nee, es war eher rhetorisch gemeint.
Emu schaut euch an. Diese Adligen. Soll ich nochmal auffüllen? Unbedingt. Das unbedingt. Fragst du noch. Oh, Mace würde einmal an der Bar vorbeigehen und dem Barkeeper zuraunen. Sie mag übrigens gerne teuren Wein, also wenn ihr ihn ausgeben möchtet, habt ihr vielleicht bessere Chancen. Und geht dann weiter aufs Klo oder sowas. Aufs Klo? Ja, wieso nicht? Mariel weint ein bisschen zur Musik und würde eben auch so einen kleinen Tanz einfallen und einfach und vielleicht auch so ein paar wieder so ein paar Glitzerschwaden um sie rumwabern lassen. Macht sie ganz gerne beim Tanzen. Es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Erscheinung, was man so in Nelten natürlich nicht kennt. Und es wirkt auf jeden Fall auf die Tavernengäste. Emo steht an der Bar, bisschen schwitzend und... Bevor das hier zu romantisch wird, würde Natari dann noch ein paar mit ihrem Taumaturgie ein paar Flammen und so weiter um sich herum erschaffen und um sie tänzeln lassen. Es muss hot sein, ja? Nicht bezaubert. Ich bin halt die Romantikerin und du bist halt für die für den ja, Spice, ja, ja, für den ja, ja. Für den Spice bist du zuständig. Ich klopfe Emo mal auf die Schulter und sage ihm, wenn du ihr das Herz brichst, breche ich dir was. So eine Info. Er schaut dich an und sagt, wie komme ich hier aus der Nummer wieder raus? Und flüstert dies ganz leise zu dir ins Ohr. Ich will niemandem hier das Herz brechen, aber Flammen ist dann doch ein bisschen heiß, oder? Ich schmunzel und sage, biet dir doch mal einen Ziegeneintopf an. Und es hilft. Definitiv. Ihr seht auf jeden Fall, Emo ist wirklich völlig überfordert mit dieser Situation, dahingehend, dass er einfach nicht weiß, wie soll er eigentlich mit einem Wesen umgehen, das so toll singen kann, aber ihm auch zeitgleich so viel Angst bereitet, was das Thema Feuer anbetrifft. Und er sieht so die ganze Zeit seine Taverne schon ein bisschen ins Feuer aufgehen. Aber er versucht natürlich weiterhin die gastfreundschaftliche Art, die man von ihm kennt, die ihr auch schon erfahren habt, aufrechtzuerhalten. Er schnappt sich eine Flasche Wein, holt sich einen Ziegeneintopf, lauft auf dich zu, Natari. Hey Mace, es wird lustig gleich. Was hat sie denn gesagt? Hau einfach zu. Genieß es, genieß die Show. Okay. Er übergibt es dir tatsächlich und du siehst aber auch, dass er angsterfüllt ist. Das ist die Voraussetzung von One Night Stand. Ja. Danke. Er kann einem schon leid tun, ne, Mace? Hat Shay dir gesagt, dass ich keine Ziege esse, weil ich Hörner habe oder irgend sowas? Nein. So, sei ehrlich. Sein so Blick wandert nur von Shay. Ja, also er sagt ja, er hat gesagt, ihr mögt das. Richtig eingeschüchtert. Ich schaue ganz lieb so. Ja? Nein? Ich werde brav sein. Ich setz mich mal rüber und esse meinen leckeren ein. Ich setz mich hin und esse. Er ist völlig überfordert mit dieser kompletten Situation tatsächlich. Es ist die Situation, dass er ein Geschöpf vor sich hat, das er bis dato wahrscheinlich noch gar nicht gesehen hat und auch mit so einer wunderschönen feuerroten Hautfärbung. Sehr, sehr spannend und aber auch imposant. Überfordert. Überfordert trifft sie an der Stelle ganz gut. Der Abend schreitet auf jeden Fall voran und Stück für Stück leert sich auch das Gasthaus, bis eigentlich ihr vier die letzten seid, die noch drin sind und Emo hinter der Bar steht und euch noch anschaut und fragt, wollt ihr denn eine letzte Runde noch haben? Wieso stellst du immer Fragen, auf die du die Antworten eigentlich wissen müsstest? Weil es ja auch sein könnte, ihr möchtet vielleicht ins Bett. Ich sehe noch einen leeren Krug. Eine letzte Runde und dann gehen wir ins Bett. Aber Moment, gibt es eine Möglichkeit, ein warmes Bad zu nehmen hier? Jetzt, um 3 Uhr. Warmes Wasser. Es gibt nichts Besseres als ein warmes Bad vorm Schlafen.
Er guckt euch mal unter einem kalten Bergfluss. Nee. Nee. Einfach nee. Also sichtlich irritiert ein bisschen über die Frage, mit dem Blick auch so auf die fortgeschrittene Stunde. Ist ein sehr ungewöhnlicher Wunsch, richtet er sich an dich, Maria. Aber es müsste sich einrichten lassen. Ich werde den Bottich gleich mal anheizen. Du musst das gar nicht unbedingt machen. Das kann mein unsichtbarer Diener machen. Und ich schnipse so in die Hände und ihr seht nichts, aber irgendwas habe ich offensichtlich gerade gezaubert. Der kann, wenn ich nur weiß, wo was ist, dann kann der sich darum kümmern. Es geht mir nur darum, alles was da ist. Okay. Ist alles parat, das Wasser einfließen lassen und es hat einen kleinen Bottich nebendran, das Feuer anmachen und dann wird wird's warm. Vielen Dank. Und ich sag, pack meine Tasche. Und ihr seht dann nur noch mal, wie mein Rucksack, meine Tasche neben mir so in der Luft zu schweben scheint. Der gute ihr kennt das schon, genau. Immer so fleißig. Ja, ja. Der Gute. Na dann. Ich würde mich für heute empfehlen. Wir sehen uns beim Frühstück, Freunde. Na gut. Frühstück. Emo schaut jetzt Richtung Shay und auch Natari und er fängt sichtlich schwitzen an. Ich verabschiede mich dann auch mal in meine Badewanne. Ihr habt noch viel Spaß, Kinderchen. Und ich gucke einmal zu Natari und einmal zu Emo und flüster Emo auch noch einmal zu. Keine Angst, sie ist nicht so gruselig, also sie ist nicht so einschüchternd in Wirklichkeit, wie sie aussieht. Also. Nicht so gruselig. Nicht ganz. Das ist noch viel schlimmer. Ja, und ich gehe hinter meiner schwebenden Tasche hinterher. Ein bisschen verwundert über die schwebende Tasche, schaut ihr dir hinterher und hat noch so dieses leicht angespannte, verzerrte Grinsen. Ja. Er ist, wie gesagt, sichtlich imponiert und aber auch zeitgleich imponiert. Die Sprache heute. Und aber auch beeindruckt, danke. Sichtlich beeindruckt. Die Gefühle explodieren ein Stück weit. Das hätte ich vielleicht so auch nicht sagen sollen. Es ist ein Gefühlschaos. Grenzwertig. Genau. Ich lehre meinen Bruder auf Ex, empfehle mich und sage Natari, viel Spaß noch heute Abend. Schön. Schlaf gut. Du auch, wenn du schläfst. Ihr wollt schon zu Bett gehen, mit so einem flehenden Blick Richtung Shay gerichtet. Da bist du doch ein erwachsener Mann. Das ist doch nicht das erste Mal, dass du allein mit was Wildem bist. Was ist hier los? Ich hab eine Freundin. Versucht es sich so rauszureden. Gute Nacht. Ich schmeiß hinter mir die Tür zu. Und was dann in dieser Taverne passiert, ist Geschichte. Es ist Geschichte, wie der Abend weitergelaufen ist tatsächlich. Es wurde auf jeden Fall sehr spät, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Und der Abend geht vorüber, der Morgen beginnt in Melton. Ihr erwacht am Morgen. Ihr habt alle ordentlich gebechert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Bis auf Maze? Ja. Yep. Ich habe nur Wasser getrunken. Würfelt mir doch bitte alle einmal auf Konstitution. Ah, es war so klar. Bis auf Maze. Ich muss mal kurz meine Kamera an- und ausmachen. Ja, okay. Da Shay einfach in den Bergen groß geworden ist mit Fremdsprachen, hat das nicht so. Auf was sollen wir würfeln? Also, ganz einfach, öffnest deinen Charakterbogen. Jo. Und wenn du in deinem Charakterbogen drin bist, der dir angezeigt wird, dann hast du dort auf der linken Seite die jeweiligen Attribute, die Hauptattribute Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution. Und dann drück einfach Absolut. Auf die Konstitution drauf. Und dann müsste eigentlich das Würfelfenster aufgehen und dann einfach auf Attributswurf. Erledigt. Normal dann? Ja, normal. Easy. Miel war noch nie fitter. Ja, also ihr habt auf jeden Fall alle ordentlich gebechert und nichtsdestotrotz erwacht ihr am frühen Morgen und ihr fühlt euch fantastisch. Geübt ist geübt und können ist eben können
Und obwohl die Nacht lang war, obwohl viel Alkohol geflossen ist, merkt ihr am nächsten Morgen nichts davon, schließt auf die Qualität des Alkohols, der euch wohl gestern ausgeschenkt worden ist, zurück. Genau, die Taverne ist auf jeden Fall unbesetzt. Emo werkelt hinterm Tresen ein bisschen und es ist hell. Die Sonne scheint von draußen raus und er begrüßt euch am frühen Morgen. Darf ich euch Frühstück machen? Wie habt ihr geschlafen? Ausgezeichnet. Es könnte nicht besser sein und das warme Bad hat so gut getan. Ich fühle mich wie eine neue Halbelfe. Shay klopft ihr auf die Schulter und fragt, na, wie war's? Was im Drunken Monkey passiert, bleibt im Drunken Monkey. Und er wendet sich ab. Und ich habe gehört, dass wir heute auf Goblinjagd gehen. Ist Natari schon wieder da? Komm gerade rein. Guten Morgen. Moin. Guten Morgen. Wo ist das Essen? Ich schaue mich um. Das Frühstück wird euch gerade gerichtet. Es gibt ein Frühstück auf der Karte, ist einfach eine große Platte mit Brot, mit Käse, mit Gemüse. Man hat extra dran gedacht. Tatsächlich ist getrennt vom Käse. Separat angerichtet. Extra für euch, liebe Maze. Und während er es euch bringt, euch Wasser reicht, spricht er auch nochmal zu euch und sagt, ihr solltet tatsächlich da Nebelläufer aufsuchen, was sie den Weg zur Höhle kennt. Und damit verschwindet er auch wieder hinterm Tresen. Er sieht ganz schön müde aus, Natari. Spät geworden, oder? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ach, komm schon. Maeve packt so ein kleines Tuch aus und fängt an, einiges von dem Gemüse dorthin einzupacken, so als Wegzehrung. Nimmersatt. Einfach nimmersatt. Naja, gibt hier in der Kälte ja nicht so viel, was nicht tierisch ist zu essen. Ne? Man muss mit seinen Ressourcen sparsam umgehen. Und wir wissen noch nicht, wie lange wir unterwegs sind. Oh. Ich hau rein. Richtig, mit ordentlichem Appetit. Ich hätte jetzt gern noch ein Met. Emo blickt zu dir, ein Met am frühen Morgen. Klar. Oder Kaffee. Was euch genehm ist. Beides. Macht sich dran, es zu werkeln und vorzubereiten, den Kaffee aufzugießen. Und bringt dir dann auch beides. Danke. So. Dann lass uns nachher noch einen Meet to go ordern und uns dann auf den Weg machen. Einen warmen Meet to go, sobald wir wieder in diese Kälte rausgehen. Mariel, ich mag da nachzudenken. Top. Es wird euch alles vorbereitet, wie ihr es bestellt habt. Der Meet wird in eine Glasflasche gefüllt, die Emo so ein bisschen umwickelt mit Bast und Garn und sie euch dann auf den Tisch stellt. Und er schaut euch alle vier an, richtet sich nochmal an euch und sagt, vielen Dank, dass ihr euch der Sache annimmt. Wir können die Hilfe ja wirklich gebrauchen. Genau dafür bin ich da, um den Leuten zu helfen in ihrer Not. Du kannst dich später bedanken, wenn wir wieder da sind. Ja, okay. Aber das Zwinkern habe ich gesehen. Das haben wir alle gesehen. Das haben wir alle gesehen. Natari macht ihrem Job als Bardin alle Ehre. Absolut. Mit dem bezaubernden Feuerrot sieht man nicht so häufig. Der kann aber auch nicht aufhören, der alte Schmeichler, ne? hat nicht genug gehabt letzte Nacht. Könntest du mir eine Scheibe abschneiden? Er ist nur neidisch, dass er nicht so erfolgreich bei den Damen ist. Wie der Tag, an dem ich mit der Natari irgendwie in die Richtung was mache, ist der Tag, wo ich meine Axt an den Nagel hänge und wieder ins Bergkloster zurückgehe. Achso, ich meinte eigentlich nur, dass sie bei den Damen erfolgreicher ist als du, das ist alles.
Aber ey, schön, dass du mich auch mal fragst, ob ich was mit dir anfangen würde. Ich verlasse das Drunken Monkey und suche mir draußen irgendwo ein Plätzchen. Mhm. So, wer kommt mit zur Nebelläuferin? Ich begleite dich. Hey, cool. Kommst du mit, Natari? Ja, na, auf jeden Fall. Okay. Also, ihr tretet aus der Taverne, aus dem Drunken Monkey aus. Mhm. Okay, die Sonne ist natürlich aufgegangen. So schön, sieht so schön aus. So, jetzt im Vergleich zu gestern Abend, als ihr in Melton angekommen seid, seht ihr jetzt die vollständige, wunderschöne Pracht von Melton, wie es eigentlich Frieda euch beschrieben hatte. Es ist, beziehungsweise wie es euch beschrieben hatte, es als Dorf zu bezeichnen, ist übertrieben. Es sind ein paar sehr, sehr einfache Hütten, die im Prinzip kunterbunt angeordnet sind. Es wird von Holzpalisade gezäunt und es gibt kleinere Geschäfte. Ihr könnt von eurem Punkt aus, als ihr auf die Straße getreten seid, eben den Geruch von Feuer und von, ja, ich nenne es mal fast Öl in der Luft, riechen. Vermutlich wahrscheinlich eine kleine Schmiede. Es liegt auch ein bisschen, ich nenne es mal, der Geruch von frischem Brot in der Luft. Und auch das, ja, ich nenne es mal diesen Rauch, den man typischerweise kennt, wenn ein Metzger Wurstwaren räuchert. Vermutung, dass das wohl der Schlächter sein könnte, von dem man gestern Abend gesprochen hat. Und ansonsten sind es einfache Wohnhütten, die ihr erkennen könnt. Gibt es hier auch einen Schmied? Ja. Das ist das, was ich gerade in der Luft beschrieben hatte, dass es tatsächlich eine kleine Schmiede gibt, die wohl offensichtlich auch schon geöffnet hat. Ich müsste Hildegard ein bisschen pflegen lassen, bevor wir Goblin-Masken zu Zahnstocher verwemsen. Ich würde mich mal auf den Weg zum Schmied machen. Also wenn du dem Duft in der Luft folgen möchtest, findest du tatsächlich die Schmiede dann hinter der Taverne. Blende sie dir gerade so ein bisschen ein, du müsstest jetzt die Markierung sehen. Sehe ich. Man sieht so ein kleines Feuerchen auch. Was möchte denn der Rest tun? Ich würde dem Räuchergeruch folgen, weil ich da ja den Schlachter vermute und da ja die Nebelläuferin wohnt. Mhm. Das ist hier. May ist richtig begeistert. Also Mays wird so, nachdem mir dieser starke Räuchergeruch in die Nase steigt, sagen, Marielle, ich glaube, ich habe es mir anders überlegt. Vielleicht begleite ich doch lieber Shay zur Schmiede. Das ist mir etwas zu... Ich habe gesehen, dass da hinten ein sehr, sehr malerisches Fachwerkhaus ist. Das wollte ich mir schon die ganze Zeit anschauen. So, so rustikal, so reizend. Wir treffen uns einfach später wieder. In Ordnung? Ich habe schon fast gedacht, wenn es zum Schlachter geht. Bis später. Also, habe ich euch richtig verstanden? Marielle geht Richtung Schlachter, Shay Richtung Schmied. Mace, du wolltest Richtung Fachwerkhaus. Welches denn? Ja, ich gehe in Richtung auch Schmiede und schaue mir auf dem Weg die Häuser an. Und treffe mich dann mit Shay bei der Schmiede. Und was macht denn die liebe Natari in der Zeit? Ich würde mit Marielle gehen. Das riecht da ziemlich lecker. Alles klar. Dann würde ich kurz mit der Schmiede beginnen. Shay und Mace, ihr kommt dann, ist ja kein großer Fußweg, in der Schmiede an. Es ist eine ganz, ganz einfache, kleine Schmiede. Ein kleiner, untersetzter Mann ist dort am Werken, mittleren Alters. Es ist ein kleines Feuerchen, das dort in dem Kessel lodert. Und er mit seinem Hammer behäbig auf dem Amboss wohl offensichtlich Pfeilspitzen bearbeitet. Und er werkelt dort und lässt sich auch im ersten Moment nicht von euch beirren, als ihr dort antrefft. Oh, er hämmert weiter, guckt euch währenddessen an, legt dann den Hammer beiseite. Ihr seid die Neuankömmlinge in Melton. Ich habe schon von euch gehört. Ihr wollt euch um die Goblins kümmern. Dafür brauche ich scharfe Klinge. Ich wedel mit meiner Hildegard ein bisschen. Das ist eine sehr, sehr... gute Waffe. Ich weiß nicht, ob ich das Talent besitze, mich solcher Waffen anzunehmen. Ich bin ein ganz einfacher Schmied.
Ich könnte euch ein bisschen schärfen. Ob das gut geht, werden wir im Nachgang rausfinden. Mach scharf, dick Ding. So nimmt sich deine Waffe auf jeden Fall an und fängt sie an, ein Stück weit nach bestem Wissen und Gewissen zu bearbeiten. Ich beäugt das richtig gut. Und Mace beäugt währenddessen das Gebäude nebenan und redet auf Shay ein. Wusstest du, dass bei dieser Fachwerkbauweise die Wände mit allem Möglichen aufgefüllt wurden? Manchmal mit Stroh oder Lumpen und dann einfach verputzt. Das ist eine sehr günstige Art, um Häuser zu bauen. Shay ist ein bisschen gelangweilt und versucht, wer halt so schambolzenhaft ist, wie er immer ist. Fragen, wusstest du, dass Kühe 7 Mägen haben? Wie sieht es bei dir aus? Ich habe noch nie nachgesehen, aber das würde erklären, weshalb ich so viel reinfüllen kann. Okay. Ich schau mal wieder meine Axt zu. Während die Axt bearbeitet wird, wenn ihr euch auch über dieses Fachwerkhaus unterhaltet, übergibt sie dir, switche ich die Szene zu Marielle und Natari. Ihr seid an der Schmiede beim Fleisch natürlich in der Zwischenzeit auch angekommen. Und es ist hier dieser etwas größere Hof. Und ihr seht dort zwei Männer am Werkeln und eine sehr elegantere, jüngere Elfin, die dort den Männern zur Hand geht. Schönen guten Tag. Würde ich erstmal ansprechen. Die zwei Herren arbeiten beide ihre Dinge. Es ist tatsächlich so das Thema, dass sie gerade im Moment wohl große Säcke am Umstapeln. Und diese Elfin dreht sich zu euch um, begrüßt euch ebenfalls. Guten Morgen. Ihr müsst wohl die Neuankömmlinge sein hier in Melton. Ich habe schon von euch gehört. Ja, hier spricht sich alles sehr, sehr schnell rum. Ihr seid die Nebelläuferin. Ja, mein Name ist dann Nebelläuferin, richtig. Ich bin hier die Jägerin im Ort. Ihr müsstet wahrscheinlich gestern schon von mir gehört haben, hat mir zumindest mich informiert, dass hier eine abenteuerliche Gruppe angekommen ist, die sich den Goblins annehmen wollte. Und genau, ich bin Marielle und das ist Natali. Ach, einer hat gesagt, dass sie so hübsch sind. Ihr seid die mit der roten Haut. Spannend. Danke für das Kompliment, sie schüttelt sich kurz. Es ist tatsächlich nicht so häufig, dass man Tieflinge hier oben im Norden sieht. Mhm. Ihr wollt euch also uns unterstützen, um die Goblins zu kümmern. Ich habe euch gerade nicht gehört. Ja. Genau. Also wir haben gehört, dass sie schon ein bisschen mehr von denen mitbekommen haben und wir dachten so, jede Information, die wir bekommen können, ist wahrscheinlich hilfreich. Vor allem, wir wurden gewarnt vor diesem starken Goblin-Anführer mit dieser merkwürdigen Maske und vielleicht wäre es auch ganz gut zu wissen, mit wie vielen Goblins wir es hier ungefähr zu tun haben, wenn man das irgendwie einschätzen kann. Ich kann euch darüber gar nichts sagen, wirklich gar nichts sagen. Ich kümmere mich hier in den Wäldern, dass keiner zu nah ins Dorf kommt. Ich weiß, wo die Höhle ist. Ich traue mich nur selber nicht hinein. Dafür bin ich dann doch ein bisschen zu schwach und ich schaffe das nicht. Und in die Höhle gehe ich nicht rein. Ich kenne den Weg, ich kümmere mich hier im Wald um alle Gefahren. Aber da rein, da kriegt mich nichts hinein. Aber ich führe euch gerne hin. Das wäre super, das wäre sehr, sehr hilfreich. Wir kennen uns ja hier in der Gegend nicht aus, wir sind ja Fremde hier. Ich habe noch ein paar Dinge hier zu erledigen und ich würde euch dann führen. Lasst uns gerne in einer Stunde uns treffen. Ich muss hier noch kurz Hilfe leisten und dann am östlichen Ausgang treffen wir uns in einer Stunde. Erledigt noch das, was ihr machen müsst. Aber ich komme nicht rein. Ich gehe nicht mit rein. Das verspreche ich euch. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir erledigen das schon. Ich meine, von uns sind auch noch zwei beim Schmied. Das heißt, nur eine Stunde klingt wunderbar. Vielen Dank für die Hilfe auf jeden Fall. Ich springe wieder zurück an die Schmiede. Der Schmied übergibt dir, Shay, die Axt.
und sagt, ich habe mein Bestes versucht. Habt ihr schon auf Schärfe probiert? Funktioniert. Bart geht auch. Das passt. Ist in Ordnung. Wird schon Goblin, wird's reichen. Ich bin wirklich dankbar, dass ihr euch der Sache annimmt. Uns gehen so langsam die Waren hier aus. Und ich hoffe, ihr kommt auch wieder zurück. Oh, keine Sorge. Wir sind bisher immer zurückgekommen. Wir ihr schon, werdet ja. uns so schnell nicht los. Er macht sich wieder an die Sache, seine Pfeile zu bearbeiten und überlässt euch euch selber. In der Zwischenzeit kommen Marielle und Natari wieder zur Gruppe zusammen oder wollt ihr euch einzeln im Dorf noch getrennt voneinander umschauen? Also ich nicht unbedingt. Wir wollen Goblins beseitigen. Ja, wüsste jetzt auch nicht, wo ich noch hingehen würde. Das heißt, ich würde einfach dann auch zur Schmiede gehen und dann, dass wir dann eine Stunde an dem Ostausgang uns versammeln. Alles klar. Nachdem ihr eure Geschäfte im Dorf erledigt habt, ihr alle zusammenkommt, trefft ihr euch dort mit der Nebelläuferin, mit der jungen Elfin. Und sie heißt euch willkommen und sagt, Mensch, wirklich klasse. Wir können euch alle nicht genügend wirklich dafür danken, dass ihr euch diese Sache annimmt. Lasst uns direkt los, dass wir vorm Abend angekommen sind. Bin gut. Weit weg, meine Herren. Das sollten wir uns vielleicht noch ein bisschen Proviant mitnehmen. Oh, ich habe bereits dran. Ich habe schon dran gedacht. Bei Essen ist Mace immer dabei, also dann lasst uns zum Markt gehen. Ich gehe in die Taverne. Das ist anderes Essen, aber okay. Ihr wollt, Natari, du möchtest in die Taverne, der Rest geht zum Markt. Beziehungsweise ja. Zum Bäcker nenne ich es dann mal. Markt gibt es in Melton nicht wirklich. Traurige Geschichte. Ja, Bäcker oder nochmal zum Metzger ein paar Rationen Trockenfleisch besorgen oder sowas. Mace zittert schon wieder. Ich würde mit der Mace zum Bäcker gehen. Passt. Während ihr macht eure Besorgungen in der Stadt, in dem Dörfchen, und beim Bäcker wird euch frisches Brot gereicht, tatsächlich ein paar Backwaren, die man euch gibt und die euch auch überlassen werden. Und beim Schlachter besorgt euch dann tatsächlich dann selber, also ihre Familie, wo sie untergekommen ist, ein paar Trockenfleischwaren, aber auch Würste, die sie einpackt. Und euch dann, als ihr wieder aus dem Haus kommt, euch auch so zeigt und sagt, ich habe, glaube ich, genügend eingepackt.